Hallihallo Freunde, heute geht es um diese LED-Stripes. Und zwar möchte ich die gerne einmal hier um meinen Bus herumlegen und euch auch gerne zeigen, wie ich dieses kleine Modul bearbeitet habe, weil vor musste man halt einen Netzstecker benutzen mit 230 Volt. Ja, und in der Zeit, wo ihr euch anschauen könnt, wo ich das löte und wie ich das umbaue, dieses Modul, baue ich jetzt hier nochmal eine kleine Leitung rein. Und zwar habe ich unter meinem Sitz jetzt endlich aufgeräumt. Das sieht dann auch so aus. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich das Verkabelungsvideo anschauen, wie es vorher aussah. Und jetzt seht ihr auch dieses kleine Modul. Das ist halt mein Schaltmodul, was ich auch im vorherigen Video schon erklärt habe. Da benutze ich auch eine Fernbedienung und kann halt eben den Fernseher steuern und so weiter und so fort. Aber das in den anderen Videos. Jetzt möchte ich aber gerne auch diese LED-Stripes mit der gleichen Fernbedienung steuern und nicht mit dieser hier. Also die funktioniert natürlich trotzdem noch, nach wie vor. Aber ich möchte halt nicht so viele Fernbedienungen suchen müssen und deswegen werde ich an dieses Modul jetzt noch eine Leitung anhängen und mir nach oben legen, damit ich dann die LED-Stripes sozusagen hier einmal rumlegen kann und die dann auch schalten kann. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns dann danach direkt wieder. Wichtig ist jetzt im Prinzip dieses Teil hier. Und zwar will ich jetzt dort die 12 Volt ranbringen, die ich dann direkt über meine Zweitbatterie nutzen kann. Also als allererstes machen wir das Teil natürlich erstmal auf. Das ist wirklich nur so eine kleine Plastikabdeckung. Das ist kein Problem. Und hier sehen wir jetzt das Innenleben. Also wenn man sich jetzt gar nicht damit auskennt, würde ich die Finger davon lassen, aber so ein bisschen, es ist nicht schwierig. Also wir haben hier zwei Kontakte, die direkt von der Buchse auskommen und da gehe ich jetzt mit meinem Kabel dran. Ich habe hier jetzt so ein ganz einfaches Boxenkabel und da löte ich das jetzt auch einfach dran. Einmal Plus, einmal Minus und das Ganze war es dann im Prinzip auch schon. Ich zeige euch das gleich nochmal im fertigen Zustand. So sieht das Ganze dann aus. Da kommt jetzt ein Kabel quasi mehr raus. Das wären dann natürlich zwei für Plus und Minus. Nur das ist so ein Boxenkabel, das sieht halt aus wie der 1 dann. Und da schließe ich dann ganz normal die 12 Volt an. Und sollte das Ganze mal betreiben können. So, Plus und Minus verbunden. Das passt. Jetzt verstecke ich das Ding hier hinter. Zum Glück haben wir hier ein bisschen Platz. Man kann sagen, ich bin fertig. Also ich habe das jetzt einmal rumgeklebt. Jetzt habe ich hier meine Fernbedienung, womit ich auch mein Radio und mein Fernseher anmachen kann. Und wie ihr hoffentlich dann sehen könnt, damit jetzt auch meine LED-Stripes. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr sehen wollt, gerne abonnieren. Ich freue mich hier über jeden Abonnenten. Und ich will mich auch hier schon mal bedanken, dass es jetzt auch schon irgendwie, ich glaube, um die 60 Abonnenten sind. Und das hätte ich einfach nicht gedacht. Alles klar, dann bis zum nächsten Video und haut rein.